Hallo, mein Name ist Erik Bartmann und ich möchte euch in diesem Videoblog zu Projekt Kapitel 43 meines neuen Arduino-Buches etwas über das Arduino Simpleboard erzählen. Dieses Arduino Simpleboard ist aus der Not heraus geboren, wenn man, sag mal, für kleinere Projekte irgendwelche Bauteile sucht, Leuchtdioden, Taster, Potentiometer oder Anzeigeinstrumente wie ein TFT-Display oder Siebensegmentanzeigen und man, ich sag mal, die Bauteile nicht unbedingt sofort parat hat. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, diese, sag mal, grundlegenden Elemente, elektronischen Elemente auf einer Lochrasterplatine anzuordnen. Wollen wir mal schauen, was es hier für Elemente gibt. Zum einen haben wir hier oben erstmal die Spannungsversorgung, die vom Arduino geliefert wird, also 5 Volt. Hier unten am unteren Rand haben wir 6 Potentiometer, 10 Kiloohm, die einerseits über die Spannungsversorgung mit 5 Volt versorgt werden und der Mittelabgriff steht dann zur Verfügung. Dann haben wir hier einen sogenannten Dip-Switch oder ach, sag mal 8 Dip-Switches, die als Schalter arbeiten können. Hier haben wir 4 Taster, die ich sag mal, ohne irgendwelche Pull-Down- oder Pull-Up-Widerstände arbeiten. Hier haben wir 8 Taster, die über sogenannte Pull-Down-Widerstände gegen Masse geschaltet sind und wenn ich den Taster betätige, dann wird über die Spannungsversorgung 5 Volt in den Ausgang geliefert. Das heißt, wir haben dann immer einen definierten Pegel. Darüber befinden sich 20 LEDs, die über entsprechende Vorwiderstände angesteuert werden. Dann haben wir hier ein kleines Farb-LC-Display vom Typ SaneSmart 1,8 Zoll. Und hier zu guter Letzt am rechten oberen Rand 4 Siebensegmentanzeigen, die für diverse Projekte erhalten können. Also ich denke, dass das eine feine Sache ist. Es ist natürlich ein bisschen Aufwand, der betrieben werden muss, um alle Bauteile erstmal hier zusammenzusuchen und auf der Rückseite zu verkabeln. Aber ich denke, dass sich das auf jeden Fall lohnt und rentiert. Und ja, ich denke, ihr werdet bestimmt viel Spaß damit haben. Bis dann, ciao.